Es ist Winter. Doch plötzlich verwandelt sich die Natur in ein grünes Wunder. Wo einst kahle Flächen waren, sprießen nun unzählige Pflanzen. Aber wie ist das möglich? Blätter entspringen den Knospen einer Pflanze und werden bereits im Sommer gebildet. Öffnet man eine Knospe, dann kann man dicht zusammengedrängt die neuen, noch kaum entwickelten Blätter erkennen. In diesem Stadium überwintern sie und bilden sich erst im Frühling vollständig aus. Doch woher wissen die Blätter, wann sie dann wachsen sollen? Der Zeitpunkt der Knospenöffnung hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zum einen besitzen die Knospen eine innere Uhr, mit dessen Hilfe sie die tägliche Lichtdauer messen. Sie vergleichen ständig die Lichtbedingungen ihrer Umgebung mit den Erwartungen ihrer inneren Uhr und steuern somit die Entwicklung der Blätter. Zum anderen messen sie auch die Stärke des Sonnenlichtes, denn wenn sich die Blattknospen zu früh öffnen würden, könnten die frischen Austriebe erfrieren. Und schließlich beeinflusst auch noch die Wasserzufuhr der Pflanze den Zeitpunkt der Knospenöffnung. Im Winter blockieren die Pflanzen den Wasserweg der Wurzel. Erst im Frühling wird diese Blockade aufgehoben. Die Wasserzufuhr ermöglicht die vollständige Entwicklung der Blätter. So bringen jedes Jahr im Frühling mehr als 100.000 Baumarten weltweit eine Flut von Blättern hervor.